Hallo, da bin ich wieder mit einer gebuchten Gefühlslegung. Ich starte gleich mal mit der gemeinsamen Energie von meiner Klientin und ihrem Herzensmann. Eure gemeinsame Energie, oh, und da ist die Harmonie gefallen. Ihr fühlt euch beide sehr stark zueinander hingezogen. Ihr fühlt, dass ihr euch beim anderen geborgen fühlen könnt. Also als Grundstimmung finde ich die Lilien sehr, sehr gut. Die Lilien bedeuten aber auch Sexualität. Das heißt, ihr fühlt euch beide sehr, sehr stark sexuell zueinander hingezogen. Also aus Grundstimmung finde ich das sehr, sehr gut. Ich habe in deiner Mail auch ein bisschen eine Verzweiflung rauslesen können, aber das brauchst du nicht. Ja, aus Grundstimmung ist das schon mal sehr, sehr gut. Jetzt werden wir dann sehen, was die anderen Karten sagen. Aber als gemeinsame Energie sind die Lilien eine super tolle Ausgangslage. Also da ist sehr viel Harmonie zwischen euch. Also müsste eigentlich harmonisch sein. Es kann sein, dass er es vielleicht nicht so rüberbringt, aber die gemeinsame Grundstimmung ist hier sehr, sehr gut. Schauen wir uns jetzt mal an, was er für dich fühlt. Das ist ja natürlich immer ganz interessant. Er fühlt sich mit dem Schlüssel bei dir sehr, sehr sicher. Er ist sich sicher, dass er dich haben kann. Er ist sich sicher, dass auch du so fühlst, dass auch hier wirklich eine sehr, sehr starke Anziehungskraft ist und er fühlt sich einfach bei dir sicher. Er ist sich aber auch sehr sicher, dass du ihm sicher bist. Ja, also das ist oft nicht immer förderlich, ja, wenn man immer wieder präsent ist für jemanden, geht das mehr in die Sicherheit. Und ich denke, das ist bei ihm jetzt leider so der Fall, dass er sich wirklich denkt oder beziehungsweise dass er fühlt, dass du ihm sicher bist. Vielleicht bist du jemand, der sehr ängstlich auch ist und deswegen oft auf den anderen zugeht. Und hier mit dem Schlüssel auf der einen Seite fühlt er sehr viel Sicherheit für dich, ja, auch hier, was die Harmonie betrifft. Aber er ist sich seiner zu sicher, ja. Damit möchte ich sagen, er ist sich sicher, dass wenn er dich möchte, dass du parat stehst. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Aber auch er hat hier definitiv Gefühle für dich. Es ist ja eine Anziehung da, aber ich denke auch, dass er sich hier bei dir zu sicher ist. Ja, vielleicht bist du wirklich jemand, der gerne Sicherheit gibt. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber er fühlt sich hier auch sehr sicher, dass wenn er so schnippt, dass du da bist. Also das möchte ich dir damit auch sagen. Wie sind deine Gefühle? Ja, dir ist der Ring gefallen. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Du fühlst dich ihm verbunden, du fühlst dich ihm sehr nahe. Also die drei Karten sind ja schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Hier zwar der Schlüssel, das ist wie gesagt, du bist hier sehr verbunden ihm, ja. Deswegen sendest du das auch aus und das wiegt ihm in Sicherheit. Ich denke, da ist das Problem, dass du dich einfach zu sehr verbunden fühlst. Das ist nicht schlecht, das bitte verstehe mich nicht falsch. Aber er wiegt sich hier wirklich in Sicherheit. Aber von der Grundstimmung her, kann ich nur noch einmal betonen, sieht es sehr, sehr gut aus. Wie denkt er über dich? Er denkt über dich, dass du ein Buch mit 7 Siegeln bist, ja. Also, dass man aus dir oft nicht schlau wird, ja. Auf der einen Seite fühlst du hier die starke Verbundenheit, auf der anderen Seite bist du wieder sehr verschlossen, ja. Also, er denkt wirklich, dass du ein Buch mit 7 Siegeln bist. Ich glaube, das ist generell so bei Männern und Frauen. Also, da redet man sich wirklich nebeneinander vorbei, ja. Die Männer verstehen die Frauen nicht, auch die Frauen verstehen die Männer nicht. Und das ist bei ihm so, ja. Er hat irgendwie bei dir nicht den Durchblick. So denkst du über ihn. Du denkst, dass er noch eine kindliche Ader hat, ja, dass er noch der kleine Junge ist, der Unbeschwerte ist, ja, dass du dir aber auch mit ihm den Neuanfang wünschst. Also er hat vielleicht so eine kindliche Ader, vielleicht hat er auch einen Humor, den du nicht ganz verstehst, ja, aber das ist einfach, weil er, oder das denkst du vielleicht auch zumindest, muss er natürlich nicht so sein, ja. Wir haben hier keine Charakteranalyse. Aber mit dem Kind bedeutet, das bedeutet für mich, dass du über ihn denkst, dass er einfach vielleicht auch mal kindisch ist. Ja, also ist natürlich nichts Schlechtes, dass er einfach zu locker auch manchmal ist, die Dinge einfach zu einfach nimmt, wie ein Kind
wie ein Kleinkind, ja, das einfach die Dinge zu locker sieht, nicht ernst genug. Natürlich muss man gewisse Dinge nicht immer nur ernst genug sehen. Aber vielleicht ist es für deinen Geschmack auch oft zu viel, ja, dass er einfach hier zu locker ist. Aber wie gesagt, auch das Kindliche in ihm, ja, dass du auch manchmal nicht nur den Mann hinter der Fassade siehst, sondern auch den kleinen Jungen, der einfach noch verspielt ist. Ist auch schön, ja. Also das innere Kind ist auch sehr wichtig und das hat er, oder so denkst du zumindest, nicht verloren. Also dass er hier wirklich auch, ja, die Leichtigkeit, dass ihm einfach, dass einfach zu leicht ist für deinen Geschmack, ja, dass er viele Dinge einfach nicht zu ernst nimmt. Das wünscht er sich von dir. Also er wünscht sich hier, dass du dich mal nicht greifbar gibst. Das ist wieder das, also mich wundert es nicht, dass jetzt diese Karte gefallen ist. Ich habe jetzt definitiv das Gefühl, dass er sich dir, dass du ihm einfach sicher bist. Er fühlt sich hier einfach zu sicher. Und das ist oft bei Männern das Problem, wenn sie etwas gleich haben können, dass es dann uninteressant wird. Und er wünscht sich von dir, dass du mehr in den Rückzug gehst und nicht immer für ihn greifbar bist. Das weckt dann in ihm den Kampfgeist des Eroberns, ja, dass du dich nicht einfach ihm so zum Fraß hinwirfst, ja, ist vielleicht ein blöder Ausdruck, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Er wünscht sich hier einfach, dass du nicht immer greifbar bist, denn dann macht er sich natürlich Gedanken. Wenn du dich jetzt zurückziehst, wird er sich denken, okay, was ist da jetzt los? Sie geht jetzt in den Rückzug. Mein Kampfgeist wird dadurch angeregt, ja, und da denke ich einfach, dass es wirklich, dass du dir das zu Herzen nimmst und einfach nicht immer greifbar für ihn bist. Dass du einfach einmal sagst, dass du nicht immer springst, wenn er sagt, komm, ja, so möchte ich das rüberbringen. Dass du einfach sagst, wenn er sagt, zum Beispiel jetzt, ist nur ein Beispiel, komm jetzt, sagst du drauf, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe was Besseres vor. Das ist das, was ich meine, ja. Dass er einfach hier sich wünscht, dass du mehr in den Rückzug gehst, damit er einfach auch, er ist vielleicht jemand, der um Dinge kämpfen kann, ja, sein Kampfgeist wird dadurch auch angeregt. Vielleicht überlegst du dir das mal. Das wünschst du dir von ihm, dass diese schicksalhaften Belastungen aufhören. Das ist jetzt das karmische Kreuz, das heißt, ihr habt definitiv eine karmische Aufgabe miteinander zu erfüllen und du wünschst dir einfach, dass diese Belastungen auch aufhören. Dich belastet hier ja auch diese ganze Situation. Das möchte er nicht. Momentan die Liebe. Es soll nicht heißen, dass er keine Gefühle hat, denn die Grundstimmung ist ja sehr gut. Es ist Anziehungskraft da. Aber momentan wünscht er sich einfach, dass du dich zurückziehst, damit auch er merkt, was er an dir hat. Damit dann diese Liebe auch interessanter auch wird für ihn, wenn du nicht immer greifbar bist. Aber aktuell möchte er diese Liebe nicht, obwohl die Grundstimmung sehr gut ist. Aber wie schon gesagt, er fühlt sich hier einfach zu sicher und dann das ist für ihn dann momentan nicht so interessant. Also geh hier ein bisschen, ja, geh einfach in den Rückzug, dass das auch wieder lebbar ist. Nur aktuell ist es für ihn deshalb uninteressant, weil du ja sowieso da bist, ja, und das ist einfach das, wo ich gesagt habe, mit der Sicherheit. Das möchtest du nicht. Und hier haben wir den Mann, das heißt, du möchtest ihn ja jetzt auch so nicht in dem Sinn, wie er jetzt momentan ist, ja, dass du einfach nicht weißt, woran du bist bei ihm. Und das möchtest du nicht. Du möchtest hier auch Klarheit, Stabilität. Der Mann bedeutet ja auch, oder die männlichen Attribute sind Stärke, Stabilität, ja. Und das ist jetzt anscheinend nicht so der Fall. Und du möchtest einfach nicht diese Verwicklungen, ja. Du möchtest einfach hier die Stabilität. Und du möchtest ihn jetzt so nicht, wenn er dir nicht klar sagen kann, was er möchte. Ja, ist auch natürlich ein vollkommen richtiger Wunsch auch von deiner Seite, denn jeder möchte wissen, woran man ist. So denkt er über die Beziehung. Also er denkt, dass hier Entscheidungen notwendig sind.
Das aber jetzt auch, denn die Wege bedeuten auch als Eigenschaft Entscheidungslosigkeit, dass hier einfach keine Entscheidungen jetzt getroffen werden. Kann jetzt von dir sein, dass du keine Entscheidung triffst und sagst, okay, ich gehe jetzt in den Rückzug, weil ich bin es mir wert, dass er merkt, was er an mir hat. Ja, das ist ja auch eine Entscheidung. Oder dass du dich einfach dafür nicht entscheiden kannst, dass das deine Entscheidungslosigkeit ist, aber auch seine. Auch bei ihm gibt es eine Entscheidungslosigkeit. Und das weiß er sehr stark. Und das ist auch gut, dass ihm das bewusst ist. So denkst du über diese Bindung und du denkst, dass hier etwas in den Rückzug geht, dass diese Beziehung oder diese Bindung zu ihm isoliert ist, dass man das nicht nach außen trägt, ja, dass hier irgendetwas oder irgendjemand sich hier drinnen in dem Turm versteckt und sich isoliert. Und ich denke einfach wirklich, so wie ich früher gesagt habe, versuch dich nicht immer greifbar zu geben. Du wirst sehen, da wird sich viel ändern, wenn du in den Rückzug gehst, damit er einfach auf den Kampfgeist dann wieder, dass das Ganze in ihm erweckt wird. Sein nächster Entwicklungsschritt. Ja, es wird hier Gespräche geben, aber zeigen die Vögel auch, dass jemand Kummer haben wird. Ja, er wird sehr viel Kummer, sehr viel Sorgen haben. Und ich gehe auch davon aus, dass das dann der Fall sein wird, wenn du dich hier zurückziehst. Ja, also sein nächster Entwicklungsschritt werden zwar auf einer Seite die Gespräche sein, auf der anderen Seite auch den Kummer, den er haben wird. Dein nächster Entwicklungsschritt. Ja, und du wirst dich hier wieder mehr öffnen, auch für die Öffentlichkeit. Du wirst wieder mehr rausgehen, mit anderen Menschen etwas machen, wieder merken, dass du ihn nicht alleine brauchst, um glücklich zu sein. Du wirst rausgehen, du wirst Spaß haben und das finde ich sehr gut. Mach das einfach, ja. Geh raus, triff dich mit Freunden und hab einfach Spaß. Das ist sehr, sehr gut. Dann das Endergebnis, wie es aus heutiger Sicht mit euch weitergeht. Und da ist die Frau gefallen. Das heißt, es ist hier sehr viel auch von dir abhängig. Und es ist von dir abhängig, vor allem dieser Rückzug, was ich früher gesagt habe. Ja, das ist von dir abhängig und das solltest du wirklich tun. Geh in den Rückzug, mach etwas für dich, auch wenn er jetzt den Kummer hat. Ja, wenn er versucht, sich den Kummer von der Seele zu reden, dass du quasi sein Kummerkasten bist. Nein, das machst du nicht. Schau auf dich. Es ist sehr viel von dir und von deinem Verhalten abhängig. Jetzt ziehe ich dann noch eine Zeitkarte, wann dieses Ereignis eintreffen wird. Ja, also wann du hier aktiv auch auf dich schauen solltest, also in welchem Zeitraum. Ja, und da steht, du kannst in ein paar Tagen losstarten. Ja, ein paar Tage. Das heißt, nimm jetzt schon dieses kommende Wochenende her. Ja. Schau hier auf dich, mach hier etwas für dich und dann wirst du sehen, dass in ein paar Tagen sich sehr, sehr viel auch bei dir innerlich ändern wird. Dass du nicht immer darüber nachdenkst. Geh in die Aktion, ja, es ist von dir abhängig. Und dann starte gleich mit, also denk nicht, was in ein paar Wochen passiert. Lebe im Hier und Jetzt, wir haben hier ein paar Tage. Starte jetzt gleich los und du wirst sehen, da wird sich sehr, sehr viel ändern. Aber ich kann dir sagen, auch von seiner Seite sind sehr, sehr viele und tiefe, schöne Gefühle da. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn du noch Fragen hast, schick mir einfach eine Mail. Ciao!